Ja, ich glaube, hier noch einmal betonen zu müssen, dass wir uns in einer der herausforderndsten Zeiten seit dem Zweiten Weltkrieg befinden. Und von Woche zu Woche wird die Situation ernster. Von Woche zu Woche merken die Menschen, dass die Stromrechnungen in einer exorbitanten Höhe sind und wo viele sich fragen, wie kann ich diesen Strompreis, diese Stromrechnung auch stemmen? Da gibt es Zukunftsängste und unsere Aufgabe ist es, den Menschen diese Zukunftsängste zu nehmen, hier ganz konkrete Lösungen vorzuschlagen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, ja, es braucht hier ganz klare Antworten. Wir müssen alles tun, damit wir die hohen Stromrechnungen, die hohe Belastung unserer Haushalte auch abfedern, aber nicht nur bei den Haushalten, sondern vor allem auch in der Wirtschaft. Beides ist wichtig und notwendig und da darf es keine Denkverbote geben. Ja, da kann ich mir auch einen Deckel vorstellen. Selbstverständlich weiß ich, dass eine europäische Lösung gut, wichtig und richtig wäre. Aber ich gehe davon aus, dass auf europäischer Ebene eine derartige Lösung nicht so schnell realisierbar ist. Deswegen müssen wir bei uns nachdenken, wie können wir die Familien, wie können wir die Wirtschaft unterstützen, um diese hohen Strompreise auch stemmen zu können. Und da darf es keine Denkverbote geben, ja, und da muss man auch nachdenken über einen Deckel. Heute nein, zur Stunde nicht, aber selbstverständlich wird es hier Gespräche geben. Und dann nehme ich auch, und hier erwarte ich auch eine Verantwortung der gesamten Bundesregierung, eine Themenführerschaft, die Bundesregierung übernehmen muss. Da erwarte ich aber vor allem auch ein Zusammenstehen und Zusammenhalten im gesamten Parlament von allen Oppositionsparteien und nicht, dass man permanent sich damit beschäftigt, andere zu beleidigen oder zu beflegeln. Hier haben alle politischen Parteien, jede und jeder Politiker eine ganz klare Verantwortung, hier zu schauen, dass die Menschen gut durch die Krise kommen, dass wir sie hier finanziell unterstützen, im Wissen natürlich, dass der Staat nicht alles finanziell unterstützen kann, aber gerade hier braucht es eine finanzielle Unterstützung. Eine allerletzte Frage von Frau Schubert. Das heißt, in dieser Frage dieses Preisdeckels gibt es eigentlich keine Ökonomie mehr, sondern da gibt es halt unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, wir haben Herausforderungen, wo es nicht um Parteipolitik geht, wo es einfach um Vernunft geht und wo es darum geht, den Menschen die Zukunftsangst zu nehmen. Viele fragen sich, wie werde ich die nächsten Monate durch die Krise kommen? Wie werde ich meine Stromrechnung bezahlen können? Wie werde ich meine Wohnung warm halten können? Und da erwarte ich, dass jede politische Partei und jeder Politiker nicht an sich selbst denkt, sondern das große Ganze in den Mittelpunkt stellt. Und das große Ganze heißt hier, wir stehen mitten in einer Krise. Wir stehen vor ganz hohen Strompreisen, Gaspreisen. Und da braucht es hier eine ganz klare Unterstützung. Da braucht es Führungsqualitäten der gesamten Bundesregierung. Hier braucht es ein Zusammenstehen in der gesamten Bundesregierung, aber auch im Parlament. Da sind alle politischen Parteien gefordert. Da nehme ich niemanden aus. Da muss man das gesamte Große in den Mittelpunkt stellen. Okay, recht herzlichen Dank. Gibt es noch die Möglichkeit,